Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Durchstarten. Heute soll es um die BF 109 gehen. Moment mal, heißt es nicht ME 109? Und wofür soll überhaupt das BF stehen? Zur ersten Frage. Nein, eigentlich heißt es BF 109. ME 109 hat sich irgendwie so eingebürgert. Das bot aber sogar Streitigkeiten und Gesprächsthemen unter den damaligen Jagdfliegern. Zur zweiten Frage. Das BF steht für Bayerische Flugzeugwerke. Als die BF 109 konstruiert wurde, war das nämlich noch unter den Bayerischen Flugzeugwerken. Das war 1935 bis 1936. Erst 1938 hat der Professor Willi Messerschmidt die Messerschmidt-Werke gekauft. Allerdings wurde das Kürzel nie von BF zu ME umgeändert. Deswegen heißt es offiziell BF 109. Ihre Popularität war wohl weniger der wirklich beeindruckenden Stückzahl von 33.985 Flugzeugen geschuldet, welche nur durch die IL-2 Stormovic mit 36.183 Flugzeugen übertrumpft wurde und nach dem Kriege durch die Cessna 172 mit nahezu 44.000 Maschinen übertrumpft wurde, sondern wohl eher den besonderen Jagdfliegern geschuldet, die damit zahlreiche Erfolge errungen haben. Dort sind Namen zu nennen wie Gerhard Barkhorn, Erich Hartmann, Hans-Joachim Marseille oder Adolf Galland. Aus teilweise unerklärlichen Gründen bevorzugen viele von ihnen die BF 109 anstatt die FW 190 zu wählen. Mehr dazu in einem anderen Video. Die BF 109 war 1935 eine Sensation mit erstaunlichen Flugeigenschaften. Während herkömmliche Flugzeuge aus Holz konstruiert wurden, war die BF 109 komplett aus Metall konstruiert worden. Professor Willi Messerschmidt hat die Luftfahrt geschockt, sie sprachlos gemacht. Auf dem Flugmeeting in Dübendorf bei Zürich hat die BF 109 5 von 5 Wettbewerben gewonnen. Sie hatte eine schnellere Steigleistung, eine höhere Geschwindigkeit und eine höhere Wendigkeit als all ihre Konkurrenten. Das war keine angenehme Niederlage in einem Europa, wo es stark nach Krieg roch. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch 2 Jahre, bis der Zweite Weltkrieg ausbrechen sollte. Und die anderen Luftmächte Europas boten das als Anlass, ihre Flugzeuge weiterzuentwickeln. Doch mit dem Weltrekord blieb es nicht aus. Am 11.11.1937, also nur wenige Wochen nach der Flugschau in Dübendorf, erreichte Dr. Hermann Wurster eine Geschwindigkeit von 611,004 km/h mit seiner frisierten BF 109E. Wofür soll denn jetzt noch das E stehen? Nun, ganz einfach. 1935 ist ja die BF 109 rausgekommen. Natürlich konnte sie bis 1945 nicht so bleiben. Es wurden immer mal wieder Verbesserungen hinzugefügt, die Flugeigenschaften verbesserten. Zum Beispiel aerodynamische Verbesserungen oder einfach einen besseren Motor. Ein zweifelloser Nachteil der BF 109 war das Kabinendach, das scherzhafterweise auch Dornröschensarg genannt wurde. Es bot längst nicht so einen guten Überblick wie das von alliierten Jägern. Alliierte Jagdflieger, die nach dem Kriege in einer erbeuteten BF 109 saßen, beschwerten sich des Weiteren über die Enge. Apropos Jagdflieger, die BF 109 war in verschiedenen Varianten konzipiert. Mal war sie als Jagdflieger ausgelegt, so wie wir sie alle in Erinnerung haben, mal als Abfangjäger oder als Jagdbomber. Es gab sogar eine Variante, die 2 Rümpfe hatte.
auch Z abgekürzt für Zwilling. Diese konnte pro Rumpf eine 1000 Kilogramm Bombe tragen. Ein großer Nachteil der Bf-109 war auch, dass die Reichweite so begrenzt war. Die Bf-109 konnte nur 520 Kilometer fliegen. Das war natürlich versionabhängig, aber das ist eigentlich ein recht gutes Mittelmaß. Das entspricht einer Flugzeit von nur 1,25 Stunden. Das bedeutete, dass die Kampfzeit dementsprechend begrenzt war. Zum Beispiel an der Westfront. Die Jagdflieger brauchten in der Regel eine halbe Stunde über den Ärmelkanal, um Feindkontakt zu bekommen. Das bedeutet auch, dass sie eine Kampfzeit von 20 Minuten hatten, um dann rechtzeitig wieder landen zu können. Viele Jagdflieger mussten notwassern im Ärmelkanal oder eine Bauchlandung machen, weil ganz einfach der Sprit nicht reichte. Der wohl bekannteste und wohl berühmteste Jagdflieger der Deutschen, Adolf Galland, startete am 2.7.1941 zu einem Einsatz. Er wusste nicht, dass sein Flugzeugwart, der Oberfeldwebel Meyer, sein Flugzeug mit einem zusätzlichen Kopfschutz hinter dem Pilotensitz ausgestattet hat. Als er die Kanzel geschlossen hat, stößte er sich den Kopf und Meyer, der Flugzeugwart, bekam Ärger. Als Adolf Galland jedoch zu seinem Einsatz startete, wurde er von einem 20mm Geschoss einer Bristol Blenheim getroffen. Dieses durchschlug beinahe den Kopfschutz und Galland bekam eine Kopfverletzung. Jedoch rettete der Kopfschutz womöglich sein Leben. Als Adolf Galland wieder landete, bedankte er sich beim Flugzeugwart und gab Meyer 100 Mark plus 8 Tage Sonderurlaub. Diese Änderung wurde dann standardisiert und es wurde so gut wie überall ein Kopfschutz eingebaut. In der frühen Phase der Bf-109F gab es strukturelle Defekte im Rumpf des Flugzeuges. Als ein Tag später, nachdem Galland diesen Flugunfall hatte, das Ass Wilhelm Balthasar zu seinem leider letzten Einsatz startete, wurde er von einer Spitfire verfolgt. Wie gewohnt und wie es auch sonst immer bei anderen Modellen geklappt hat, versuchte Wilhelm Balthasar mit dem Flugzeug abzufangen und auszuweichen. Leider klappte das nicht. Die Maschine legte die Ohren an. So nannten das die Asse, wenn die Flügel abmontierten. Er schlug hart auf den Boden auf und starb. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte Wilhelm Balthasar 47 Luftsiege, 7 davon in Spanien errungen. Er wurde nur 27 Jahre alt. Nach dem tragischen Flugunfall von Wilhelm Balthasar wurden die Mängel behoben. Außerdem bekam die Bf-109 neue Flügelspitzen. Diese waren elliptisch. Die waren zwar aufwendiger zu produzieren, jedoch garantierten diese eine höhere Wendigkeit. Für viele Piloten erreichte die Bf-109F den Zenit ihrer Leistungsfähigkeit und die Piloten erreichen damit auch teilweise den Zenit ihrer Karriere. So auch Hans-Joachim Massé. Er erreichte 158 Luftsiege in Afrika. Des Weiteren erfreute sich die Bf-109 einer guten Abstimmung zwischen Flugrahmen und Motor. Sie hatte die besten Flug- und Steuereigenschaften unter vermutlich allen Bf-109. Das ist zumindest die Meinung vieler Jagdflieger. Die Bf-109F war zwar schlechter bewaffnet, konnte aber schneller fliegen und war wendiger. Des Weiteren konnte sie engere Kurven fliegen als die Spitfire 5, sodass sie sich im Kampf ebenbürtig waren. Aber es blieb natürlich der Nachteil der relativ geringen Reichweite. Des Weiteren war die
Bf 109F mit 2 MG-17 munitioniert. Diese hatten einen Kaliber von 7,92 mm und wurden mit 500 Schuss munitioniert. Diese MGs hat man nicht in der Tragfläche, wie man es von anderen Flugzeugen kennt, sondern über dem Motor gefunden. Diese MGs konnten für ein 25 bis 26 sekündiges Dauerfeuer sorgen. Des Weiteren hatte die Bf 109F ein weiteres MG, das durch die Propellernarbe feuern konnte, also durch die Mitte des Propellers. Dieses hatte 200 Schuss und hatte einen Kaliber von 2 cm, also schon relativ groß. Es gab aber zahlreiche Kritiker an der Bewaffnung der Bf 109F. So, wie schon gerade erwähnt, der spätere General der Jagdflieger Adolf Galland. Er sagte, die Durchschlagskraft der MGs sei zu gering. Man könnte keine großen Flugzeuge damit vom Himmel holen, geschweige denn Jäger. Doch andere Jagdflieger zeigten sehr wohl, dass man mit dieser Variante viele Flugzeuge vom Himmel schießen konnte. Beim Unternehmen Barbarossa, wo die Jagdflieger 14.200 zerstörte Flugzeuge beanspruchten, hatte die Bf 109F einen großen Anteil daran. Lützow und Werner Mölders, der amtierende General der Jagdflieger, machten während dieser Zeit zahlreiche Abschüsse mit der Me 109F. Mölders hat zwischen dem 11. Oktober und dem 29. Oktober 8 Hurricanes und 4 Spitfires abgeschossen. Doch Galland ließ sich seine 2 Bf 109F modifizieren. Das heißt, er ließ sich trotz der abzeichnenden Erfolge MGs dran bauen, die noch stärker waren als die, die die Bf 109 schon hatte. Die Bf 109 war besser als die russischen Flugzeuge und deswegen kamen auch viele Jagdfliegerasse an der Ostfront so zu vielen Abschüssen. 1942 erfolgte jedoch der Produktionsstopp. Bis dahin wurden 2.764 Flugzeuge im Jahre 1941 und 2.665 Flugzeuge im Jahre 1942 produziert. Ende des Jahres 1942 waren von den 700 Me-109 nur 70 Bf-109F-Flugzeuge. Jedoch wurden einige noch als Schulungsflugzeuge hinter der Front verwendet. Die Zahl 90 wirkt erschreckend gering. Tatsächlich gibt es aber nur noch 56 Me-109, von allen Typen wohlgemerkt. Ab und 11 davon sind nur noch flugfähig. Ab März 1945 erwarben die Spanier die Lizenz zum Bau der Bf 109. Allerdings wurden diese mit einem Merlin-Motor ausgerüstet, also sie entsprachen nicht wirklich der Bf 109 von den Deutschen. Diese wurden auch 1109 M1L Pujon genannt. Ich bin natürlich kein Spanier und weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, aber auf Deutsch bedeutet das Taube. Der ehemalige Adler der Lüfte wurde zur Taube degradiert. Natürlich war die Zeit der Bf 109 irgendwann auch vorbei. Es gab schon längst die ersten Düsenjäger. Und als 1956 die letzte HA 1112 das Werk in Sevilla verließ, beendete sie 21 Jahre Produktionsgeschichte. Nun kommen wir auch schon zum Ende. Habt ihr schon mal eine Bf 109 gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Nächstes Mal geht es um die Supermarine Spitfire.
bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ich euch im nächsten Video wieder begrüßen darf.